ein neues Video auf meinem Kanal. Und ich rappe direkt das Intro, weil es ist viel zu einfach. Ich komme rein, wir fahren nach Köln und besuchen das Steak Dönerhaus und yeah. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir werden heute nach Köln reisen. Es stehen mehrere Dinge an. Erstens besuchen wir die VBL in Köln. Das ist die virtuelle Bundesliga. Da spielt Umut um sehr viel Geld FIFA. Mal gucken, wie weit er kommen kann. Zweitens gehen wir Steak-Döner essen in Köln. Steak-Döner noch nie probiert. Das ist Steak-Fleisch, aber in einem Döner. Und das Brot ist... Das ist der seltsamste Döner, den ich jemals gesehen habe. Das Brot ist nicht offen, Bro. Das Brot ist einfach zu und da ist das Fleisch einfach drauf. Das ist so gebogen einfach. Nicht aufgemacht, das Brot. Ganz komisch. Drittens, Eligella Cup. Kann sein, dass wir beim Eligella Cup Turnier vorbeischauen. Der Lokal in, also der ist in Köln und nicht online. Wie eine LAN-Party. Und da werden wir vielleicht auch den ein oder anderen Schnapper machen vor Ort. Und viertens, wir haben noch Watto League von den neuen Klamotten. Die kommen ganz am Ende. Werden wir euch zeigen, wie die neuen Klamotten aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Aber warte, bevor wir losfahren. Weißt du, wer mir geschrieben hat? Gerade auf mein Handy? Nee, wer denn? Ich kann es dir nicht zeigen, weil du nimmst mit meinem Handy auf, aber... Wer? Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen soll, Digga. Wäre das dumm? Ich will es trotzdem wissen. Es gab zwei YouTuber, mit denen ich unbedingt ein Video machen wollte. Unbedingt! Zwei? Ja, die machen zusammen einen Kanal. Aha. Und der eine hat mir jetzt geschrieben und meinte, was sollen wir für ein Video machen? Halt's auf, Digga. Wer ist das denn? Bam! Boom, Freunde! Prank, Bro! Nein, 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 sag den Namen nicht, Bro. Wir wollen es nicht leaken. Man weiß noch nicht genau, wen ich meine. Ja, Digga, das hat schon alle. Oh mein Gott, ja, okay. Digga, gestern hat Deutschland gegen Türkei gewonnen und Kenan Yildiz hat ein Tor gemacht und Kenan hat einfach auf die Story geantwortet, die ich gemacht habe. Zeig mal kurz die Story. Nice, nice, nice. Mein Bro Kenan Yildiz. Mit einem Lachsmiley. Ich habe eine Story gemacht wegen Türkei, Deutschland. Ja, ich meinte einfach, wenn Türkei gegen Deutschland gewinnt, boah, wäre heftig. The Purge in Deutschland. Ach, mit so Lachsmileys. Digga, der haut Deutschland ein Tor raus, geht danach auf Instagram. Digga, sieht eine Story, wo ich darüber rede, Digga, und antwortet einfach mit einem Lachsmiley. Aber schöne Grüße, Kenan, an der Stelle. Talent! Talent, habt ihn auf dem Schirm, ich sag euch das. Komm nach Leipzig, Kenan. Oder Paderborn. Obwohl, Paderborn kommt ja niemals. Geh zu Neapel! Bitte, Kenan! Geh zu Neapel! Zu Neapel, bitte, Kenan. Okay, los geht's nach Köln. Ach ja, das will ich auch noch erzählen, bevor wir losfahren. Das ist einer der süßesten Stories, die mir je passiert sind. Gestern, müsst ihr euch vorstellen, bin ich in die Stadt gefahren. Ich habe aber eine Sache vergessen. Mein Portemonnaie und meine Karte. Das heißt, ich hatte nur mein Handy zum Bezahlen. Man kann ja mit Apple Pay zahlen. Das heißt, Doppelklick, zack, Handy vorhalten. Jetzt kommt das Problem. Beim Parkhaus, wo ich mein Auto geparkt habe, den neuen Hyuga, so meinen neuen Porsche. Warum muss ich das erwähnen, Digga, dass ich Porsche fahre? Guck mal, wie arrogant ich geworden bin. Muss einfach erwähnen, Digga. Man hat gemerkt, das hat gar nichts damit zu tun. Ich muss erwähnen, dass es ein Porsche ist, mit dem ich da an den Parkhaus war. Den konnte ich nicht mehr rausholen, weil ich kein Geld hatte. Und jetzt habe ich mich gefragt, was mache ich? Gehe ich in einen Laden und frage, ob die Geld wechseln können mit Apple Pay auf echtes Geld? Aber das darf kein vernünftiger Laden machen. Deswegen bin ich so zur Dönerbude gegangen, die direkt da war. Und der Mann hat mich erkannt. Der meinte, sein Sohn kennt mich. Schöne Grüße an der Stelle. An Enes oder Emre, ich weiß nicht mehr genau. Eins von, ich glaube Enes. Schöne Grüße, Enes. Und der meinte einfach, ja klar, kein Problem, wir können wechseln. Er meint, dann habe ich noch zu ihm gesagt, ja, mach mir zwei Döner, weil ich wollte auch nicht unhöflich sein und nur das Geld wechseln. Dachte ich mir so, dann kaufe ich auch noch was von ihm und dazu noch Geld wechseln. Er macht die Döner, er redet ein bisschen mit mir, weil sein Sohn mich anscheinend ein paar Mal geschaut hat auf deren Fernsehen. Jetzt kommt's. Der hat die zwei Döner fertig, drückt mir die in die Hand. Ich sage, ja, ich will zahlen. Ne? Er sagt, nein, einfach. Ich sage, so, als ob. Er gibt mir 7 Euro noch in die Hand. Also nimm. Und dann meinte ich so, nein, ich will unbedingt zahlen, ich kann nicht so gehen, ne? Und er meinte so, nein, nein, ich nehme nicht und so, bla bla bla. Zack, 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 Digga, das war das Süßeste. Und ich habe nochmal eine Aufnahme davon gemacht. Digga, dieser Laden hier, dieser Laden, das ist der Mann der Männer. Wir sehen uns, Chef. Ciao, ciao. Ich blende das auch hier ein, man sieht ihn sogar, Digga. Ehrenmann. Shoutout zu dem Dönerladen in Paderborn. Das ist übrigens der legendäre Dönerladen, wo ganz lange der Döner einfach nur 2,50 Euro gekostet hat, während alle Döner so auf 4 Euro und so waren. Jetzt ist er natürlich auch teurer geworden, aber mit 4 Euro immer noch der günstigste Döner in Paderborn. Genau. Das hatte ich vergessen zu sagen jetzt zu dir. Ich hätte ja zwei Döner geholt. Der eine war für dich. Aber ich habe ihn auch gegessen einfach. Digga. Weißt du, wir wollten ja rausgehen und das Video drehen. Gestern Abend? Ja. Oh mein. Bevor du da warst, habe ich einfach so irgendwann im Stream, weißt du. Dann habe ich ihn einfach genommen und gegessen, Digga. Digga, respektlos. Ja, die zweite war eigentlich für dich, Digga. Digga, was ein Freund. Lass los, Paul. Na ja, komm. Was hast du denn Bu gesagt? Zu Bayern? Zum Bayern trinken. Ja, das sag ich nicht, Bu, Bro. Bist du Bayern-Fan? Yeah.
Segra Tabak ist auch da. Und er schreibt einfach, die spielen gerade um 100.000 Euro. Umut und so. Um 100.000 Euro wird gerade gespielt. Und man sieht einfach Umut am Schwitzen da direkt in der ersten Szene. Da, guckt ihn euch an. Er ist so krass am Sweaten. Das ist mein Team auch. Aha, das ist mein Team. Digga, wir sind da. Aber, Bruder, es wird immer dunkel in Deutschland heute. Digga, es ist 17.48 Uhr. Komplett dunkel. Man denkt, 23 Uhr. Oder, Michael? Ja, war da. So, wir sind jetzt angekommen. Ich muss mich aber umziehen, weil ich bin natürlich da, um meine Mannschaft zu supporten. Oh Mann, das ist im Kofferraum. Ah, nice, Digga. Darf ich draußen umziehen, Digga. Ist ja nicht kalt. Bei Leipzig-Pullover. Den werde ich auf einen entspannt anziehen. Hast du kein T-Shirt drunter? Nein. Geil, Digga. Mach die Kamera weg. Mach die Kamera weg, hallo. Kein okay, ich mach weg. OnlyFans-Content, oder? Lass wenigstens ein Like da, dafür, dass ihr diesen Content seht. Ist nicht selbstverständlich. Mein Team, Rebels, Rebels, Rebels. Go anders. Digga, warum ist er so kurz an den Ärmeln? Falsche Größe, glaube ich. Wir sind da. Übrigens, da, wo das hier gemacht wird, also Straßenkicker Base, ist von Podolski selbst. Deswegen ist ein Dönerladen auch hier. Check dir. Ja. Yeah. In seinem Dönerladen. Vielleicht ist Podolski auch sogar da drin am Arbeiten. Yeah. Mal, Podolski wird zu uns so Döner schneiden, Digga, das ist ja ehrlich, Fanny. Wir wollen direkt zu Umut und ihn supporten. Und ich muss pieseln. Das sind die ersten beiden Steps, die wir hier im 100.000 Euro FIFA-Turnier durchmachen werden. Check dir das mal. Jetzt. Gut, und selbst? Auch. Und, wie steht's, Bruder? Ja, wie ist, Bruder? Ich hab noch mal gefühlt. Achso, wann spielt ihr denn? Eine Stunde, ja. Eine halbe Stunde. Nein, halbe. Ich dachte, ich bin zu spät gekommen, halbe Stunde. Wie geht's? Auto, ne? Und, wie war's auf dem Klo? Darf ich sagen? Moin, was geht's? Was geht ab? Glückwunsch zum Auto, Mann. Dankeschön. Okay. Wir sind jetzt in der Höhle der Löwen, kann man sagen. Aber eigentlich sind es also keine Löwen, Bruder. Das sind mehr so Ziegen, aber im E-Sport sind es Löwen. Checkt ihr, wie ich meine? So, wir haben, guck mal. Wenn du da guckst, wer da so sitzt, da ist zum Beispiel Dolan, Deadshaker, sonst, da ist Dr. Aihano, auch E-Sport-Legende. Siehst du den in der grünen Jacke? Ja. E-Sport-Legende. Okay, den Rest kenne ich nicht. Ah, Levi chillt da noch kurz, wie er uns angrinst, siehst du? Ja, er winkt uns. Der ist von unserem Team Rebels, ne? Supporter natürlich, deswegen sind wir hier. Bruder, denkst du, du bist gut, du könntest hier mit jemandem mithalten? Geil, ne? Ich höre so geil, ne? Wie wichtig das ist, wie die auch ausrasten und so bei den ganzen Sachen. Sieht fresh aus, ne? Mit Cap, Map und so. Boah, was? Rolex! Ah, bei Ali läuft, Digga. E-Sport war gut letztes Jahr. Letztes Jahr war krank, deswegen kannst du mir die jetzt holen. Oha, mit Steinen sogar. Ja, mit Rechnung auch alles. Ja, Bruder, keiner hat das in Frage gestellt, Bruder. Bei deinen E-Sports-Machenschaften, Digga, stellt man das nicht in Frage. Ja. Ja, super, Mann. Ja, auch. Was machst du hier? Was hältst du? Nur, dass ich ein Team muss, ich mach was zu porten. Ach so, ich dachte, du kommentierst nicht. Nein. Soll ich dich dann mal in die Show holen? Guck mal, als Kommentator rein. Mach mal. Ja, ja. Ich klär das. Ja, okay, geil. Ich klär das, ich hol dich rein. Ich als Kommentator gleich in der VBL. Dank Niklas. Okay, Niklas meinte eben, er hat geklärt. Wir kommentieren gleich mit. Das Spiel von Leipzig. Also das Spiel, was uns wichtig ist. Kommt da in die Show. Ja. Das erste Mal machen wir im Fernsehen. Ist es das erste Mal? Ich weiß, wir sind gar nicht im Fernsehen, ist das Ding. Aber auf Twitch. Nicht das erste Mal. Tabak ist auch da, der kommentiert gerade. Guckt euch den Pulli an. Zoom einmal dahin. Wow, was ein schöner Pullover, oder Maike? Ich sag das, Digga. Aber ich hab den gar nicht. Ja, hättest du kaufen können, du Wichser. Hättest du mir auch einen schenken können. Hätte ich, hab ich aber nicht. Hast du nicht. Nicht, Digga, das ist. Oder das Ding ist, man muss sagen, das ist für mich was ganz Neues, weil normalerweise EA und ich haben noch nie zusammengearbeitet. Ich arbeite gerade das erste Mal mit EA zusammen. Ich bin ein ganz anderer Mensch gleich. Ihr werdet sehen. Ja, ich finde, das Spiel ist ganz okay. Ich bin nicht ganz zufrieden. Aber dennoch sehe ich Potenzial da drin, im ersten Quartal, also im ersten Viertel des Spiels, noch ein paar
Punkte rauszuholen, vielleicht mit einem Tor über die... Und Hamid Loco ist da. Hamid, willst du gleich zu uns kommen? Ja? Ja. Okay, dann komm her. Freunde, wir haben Hamid Loco zu Besuch. Wie geht's dir? Gut, Bro. Wie geht's dir? Hi, grüß dich. Nimm dir so einen... Freunde, wir haben Mr. Hamid, Mr. Erbe Leipzig. Hallo Gaming. Leute, hallo. Warum bist du heute hier? Du bist hier, um Umu zu supporten, oder? Ja, oh, Levi finde auch natürlich Rebels generell. Und oh, er ist Slowene. Slowene ist gut. Oh. Starkes Ding. Henkapje 1-0. Ja. Mit nichts anderem. Ich habe die sortiert manchmal in meiner Freizeit, obwohl ich schon so sortiert war. Ja. Habt ihr Yu-Gi-Oh! Oder so? Oh, die haben guter Ball. Das 1-0 für Umu. Schön. 2-1, Freunde. Kaiserslautern, lass rübergehen. Den Anschlusstreffer. Schnell rüber zu Kaiserslautern gegen Leipzig. 2-1 und es sind noch ungefähr 10 Minuten zu gehen. Jetzt wird es richtig spannend nochmal. Ach du Scheiße. Oh, geiler Ball von Nix da. Kein Ansatz. Oh mein Gott, er hätte schießen können. Was? Er hätte schießen. Hamid, sollen wir dich rübergehen lassen? Willst du zu Umut gehen? Ja. Komm. Ich will zu Umut. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns, Meister. Mach's gut. Ey, was ein geiler Abschluss. Wir lassen Hamid zu Umut gehen. Heute um 100.000 Euro. Und, wie fandest du es? Super Kommentator, ne? Fertig, Leute. Top-Kommentator, kann man sagen. Wie fandest du mich so, ehrlich? Bruder, ehrlich gut. Aber ich sag ehrlich, du bist anderer Mensch, Digga, gewesen. Ja, natürlich, Bro. Ja. Das ist... Wenn du dich da hinsetzt, automatisch. Das ist wie wenn du in der Schule anfängst, dich aufzuzeigen. Weißt du, wenn du aufzeigst oder so, dann redest du automatisch an Menschen. Der, von dem ich geredet habe, mit dem wir vielleicht Videos machen, hat mir nochmal geschrieben. Also ja, lass machen. Echt? Nice. Let's go. Digga, der Typ ist gerade fertig geworden mit seinem Film. Ist einfach direkt in dem Interview. Film mal, wie der Typ da... Guck da, der hatte so sein Handy als Diktiergerät benutzt gehabt. Junge, der muss direkt in dem Interview. Am 24.11. am Black Friday kommen kostenlose Trikots in den Shop. Die ersten 50 kriegen ein kostenloses Trikot und jede fünfte Bestellung ein kostenloses Spider-Man x Watto x Nike. Ey, weißt du, was das Ding ist? Manche haben einfach so TikToks von mir und meinem Auto gepostet und die Kommentare waren so: Scheiß mal auf das Auto, was ist mein Shirt? Oder scheiß mal auf das Auto, Bruder, ehrlich, guck mal dieses. Bruder, wer hat schon mal so eins gebracht? Ich schwöre, es sieht geil aus. Wallah. Und, ach, auch cool, ihr könnt einfach eure eigene Zahl aussuchen. Ich wusste das bis vor kurzem nicht. Jeder Türke kann seine Heimatstadt nehmen, Bruder. 62, der ist die. Sonst, wenn ihr nicht wisst, nimmt die 10, Leute, nimmt die 10. Okay, Umut und ich gehen jetzt kurz den kleinen Kindern zeigen, wer die Kinder sind. Dankeschön, Bruder. Okay, Umut, ich bin mit Leibchen, du ohne. Komm auf, komm auf. Ich bin jetzt Kapitän, okay? Ich brauch direkt eure Stärken. Einmal ganz kurz deine Stärke. Schuss. Yes! Das war's. Schnelligkeit. Du direkt erstmal ins Tempo. Tor. Okay. Ihr beide Flügel. Du Sturm, du Innenverteidiger. Aber ihr seid von beiden Seiten. Du Allrounder, du musst alles schaffen, okay? Ich mach Los!
trotzdem ein Tor von der Mannschaft. Er war richtig kaputt. Ja, ich auch. Wir sind jetzt angekommen. So, wir müssen noch ein Stück gehen. Ja, Leute. Ach ja, ich hätte noch gar nicht gesagt, was da gibt, oder? Hab ich schon gesagt? Da gibt's Steak-Döner. Ja, mit Steakfleisch. Schmeckt das gut? Ja, soll unnormal gut schmecken. Haben schon Leute getestet? Ja, Abu. Ich vertraue auf Abus Meinung, weil ich muss sagen. Ich habe seine Meinung nicht angeguckt. Und so, Bruder. Ah. Aber Abu, Bruder, du kannst dich auf seine Meinung vertrauen. Weißt du warum? Warum? Er sagt, bei allem schmecken. Es gab noch nie eine Bewertung, wo er meinte, schmeckt nicht gut. Aber er isst original Leben, irgendwas, oder? Ich glaube, ihm schmeckt einfach alles. Ich glaube, Abu ist wirklich so ein Mensch. Er isst einfach irgendwas. Ich habe noch nie gesehen, wo er meinte, nein, nicht gut. Ah, nie. Ich glaube, er hat Ahnung, Bruder. Ich glaube auch, er hat Ahnung, aber er schmeckt trotzdem einfach alles. Ja, aber er wird dir so sagen, boah, oder er wird so sagen, gut. Ja, stimmt. Das ist das Schöpfchen, wenn wir das etwas so gut ist, dann ist das schon scheiße. Ja, aber da muss auch, ja, er muss so richtig, das ist wirklich der Beste. Weißt, so muss er reden. Warum schmeckt der Döner heute nicht mehr so gut wie früher? Ja. Kommt auf die Zucht von Tieren. Die ist nicht mehr so gut, ne? Ja, die müssen ja immer schneller wachsen, dass sie schneller werden verkauft. Ja, Qualität bleibt ja. Ja. Das ist ja Latein. Latein, ne? Ja. Ja. Genau. Danke, Chef. Bitte, bitte. Danke, du hast noch. Ciao, schönen Tag noch. Ja, Bruder, ein Winterwettkampf. Apfel. Für mich? Zweiter Platz, Cola und ja, ich habe noch nicht probiert. Das ist jetzt Vita-Welt als Kaugummi. Aber schmeckt das auch wie das... Na okay, macht keinen Sinn. Schmeckt schon wie das Getränk. Ehrlich jetzt? Aber Bruder, ist auch so leicht, ist Zero. Kein Zucker, Bruder. Aber ist kalt? Ist kalt gerade, ne? Kann man so kauen. Eisgekühlt, Bruder. Ja, eisgekühlter Kaugummi. Auch ich schwöre, es ist immer besser als ich dachte. Ja. Ich sag Vita-Welt, Vita-Welt Gum, größer Vita-Welt. Ehrlich? Mhm. Ich find's richtig, Baba, Wallah. Das ist Zero? Das Zero, kein Zucker. Außer Elie Lukusan, Bruder, aber Zero. So, wir stehen jetzt vor dem Kudret-Haus. Das Fleisch heißt, ich sehe es gerade, Jufka-Fleisch. Und wir haben Preise, ich sag dir eben. Döner kostet 7,50 Euro. Schon teuer. Das geht, Bruder. Ja, Wallah, das Ding ist, ich vergleiche immer mit Paderborner Preis. Paderborn ist komplett günstig. 5 Euro Döner, Max. Es gibt keinen Döner. 7 Euro, 8 Euro. So. Ja, okay. Köln ist halt auch Großstadt. Mal gucken, ich bin gespannt, soll der beste Döner sein, den es gibt in Köln. Spießt okay aus, Bruder. Nicht Chicken, ne? Du isst kein Chicken. Wir haben Chicken, aber du isst nicht. Ja, ich esse nicht Chicken das erste Mal, obwohl ich Lamm und so hasse. Darf ich doch reingehen, Bruder? Egal, ja, ich werde es probieren. Chef, kannst du erklären, was das für Fleisch ist? Das ist Steakfleisch. Steakfleisch, ne? Boah, zum Glück. Boah, ich hätte kurz Angst, dass es das doch nicht ist. Ja, doch. Das schmeckt echt besser. Das schmeckt besser. Ich bin extra deswegen gekommen. Extra aus Hamburg. Ja, klar. Aber wie soll man darauf kommen? Ja, ja. Was würdest du jetzt hier machen, Michael? Runterscrollen. Kommt nix. Hä? Oh, tippen. Let's go. Nein, ich hab getippt. Tippen geht nicht. Ey, ich war noch nie in einem Dönerladen, wo mir so ein Besteck einfach so auf den Tisch gelegt wurde. Das ist ja auch sehr hochwertig. Deswegen. Oh, okay, das tut mir natürlich leid. Dann entschuldige ich mich. Okay, Kebab aus. Sehr, sehr viele Leute schockieren ab 2024 Ahmed familienfreundlich. Vorsatz für das Jahr. Keine Beleidigung. Keine Beleidigung mehr. Was machst du bei Beleidigung? Bei schlimmer Beleidigung, meine jetzt. Wenn ich eine schlimme Beleidigung sage, was ich ja machen muss, Fallschirmspringen. Aber ab 2024. Ja, okay. Boah, klippt das. Ihr müsst, ihr merkt im Stream, mach einfach nur Ohren. Ohren müssen da sein, zeigt direkt klippen. Fallschirmspringen gefahren. Mit dir zusammen. Warum ist ich? Mit dir nein, boah, ich hab Angst. Bei dir auch. Wenn du beleidigst, nein, mit dir zusammen. Ich spiele viel, Bruder. Ich muss immer beleidigen. Nein, du musst nicht beleidigen. Komm, du schaffst das. Wir schaffen das. Ja. Wir gehen falsch im Spiel. Abi, machst du für mich einmal den Döner mit dem Steakfleisch? Gerne. Nur Teller? Ist bei Teller auch das Brot dabei? Nein, ne? Doch. Ja? Du das Brot auch dabei? Ja, dann nehme ich das und einfach so. Auch dabei? Ja, Michael, du kannst dann so als Brot nehmen. Ja, okay. Ja, dann er nimmt das selber als Brot
und du nimmst Iskender. Also einen normalen Döner, ein Brot, einen Döner-Teller mit Brot extra und ich nehme einen Iskender. Boah, ich habe auch richtig Hunger, das ist das Gute, da kann man besser bewerten, weil alle Geschmacksstoffe aktiviert sind. Ja, das schmeckt auch automatisch gut, Bruder. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bewerte das jetzt hungrig. Das heißt automatisch Pluspunkte, weil der Hunger gestillt wird durch das Essen. Ein Punkt automatisch. Wir haben uns hier nochmal die deren Dosen hier hingestellt. Zum Probieren. Sehr interessant, extra mit Sachen. Weißt du da ehrlich nicht? Ja, Falafel ist dabei, Bruder. Tomaten, heftig, Bruder. Das ist, glaube ich, Esme. Das sind so zwei Joghurtsoßen. Ja. Oder hier, absolut keine Ahnung. Ich bin raus. Ich kenne das, aber ich mag das nicht so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Lass probieren. Warte, wir haben doch sogar Brot. Eckmeck, aber. Okay, Bruder. Ich sag aber dir mal. Diesen kranken Soßen. Lass mit den normalen Sachen anfangen, mit diesen Joghurtsoßen. Ja, so, Bruder, die haben, glaube ich, auch korrekt. Aber du musst Joghurtsoße nehmen mit Esme. Das ist ja, das ist meiner. Oh, der sieht mächtig aus. Danke sehr. Danke sehr, Chef. Die ist krass. Mhm. Papa, was sagst du? Die ist krass. Und die und die. Die beiden sind am besten. Mhm. Jetzt mal erst probieren. Ist ein bisschen scharf. Ein bisschen, aber es ist angenehm. Pinke, Bruder. Pinke Power. Boah. Das ist vielleicht sogar. Boah, Essen, Essen, was ich bisher gegessen habe. Chef, was sind das hier für Soßen? Wie bitte? Was sind das für Soßen? Also, nicht Tzatziki. Ja, wie viel? Knoblauchgeschmack. Ist Karottengeschmack. Karotten? Genau, rote Bildegeschmack. Rote Bildegeschmack. Und hier haben wir eine Aubergine. Ihr sagt ihr ehrlich? Dieses rote Beete, das schmeckt unnormal, ja? Und ich trinke doch auch jeden Tag wegen Ada, rote Beete, schöne Grüße. Und das hier, oder? Gut, rote Beete ist so. Weißt du? Ist auch Kampf, oder nennen wir uns immer. Aber wenn du viel rote Beete trinkst, irgendwann geht weg. Danke, Chef. Danke. Ketchup Mayo? Kannst du mir Joghurt so holen? Gerne. Ist Aubergine? Ja, wird doch. Oder, Soßen sind krass. Ich schwöre, also Soßen, das sind die. Also, ich habe noch nie die so geil serviert bekommen. Und nee, auch top. Ich komme aus Syrien, ne? Wir machen die beste Falafel. Keiner kann was sagen. Besser als jede Falafel, die ich in Deutschland gegessen habe bisher. Beste Falafel, die du jemals in Deutschland gegessen hast? Ja. Nur Damaskus war besser. Ist das in Deutschland? Nein. Das ist in Syrien. Ja, dann zählt nicht. Wusste ehrlich nicht. Nein, was da ist Hauptstadt, oder? Damaskus? Also das, ich dachte, das wäre ein Laden, oder? Okay. Mein Iskender. Ich habe schon sehr viel Iskender gegessen. Die erstmal Fleisch, nur. Nein, Bruder, man muss in der Kombi vertrauen. Ja. Sicher, Bruder? Sicher, Bruder. Vertrauen, okay. Lassen wir es erstmal auf ihn eindecken. Ist gut? Ja, ist gut. Okay, ich probiere jetzt einmal kurz das Fleisch einfach nur so. Oh, das ist echt, hier fällt so einfach. Boah, das ist richtig geil, ich schwöre. Krass, okay. Ich bin gespannt. Hank? Bruder, du weißt, ich mag kein Lamm, oder? Du magst kein Lamm, Bruder. Du bist einfach Steak. Unnormal. Mein Gott, das ist einfach Steak, Bruder. Das ist Steak, Bruder. Das ist, Bruder, hier, rote Beete, zack. Mama, die Kombi für mich, Bruder, bitte. Opa! Sei ehrlich, der ist krank, ne? Bruder, ich habe sehr oft in Bielefeld Iskender gegessen. Sehr, und wir haben sehr viele türkische Läden in Bielefeld. Weil sehr viele Türken in Bielefeld wohnen und Kurden. Besser. Was gibst du von 10? Du bist auch oft in Iskender. Gestern sogar gegessen. Gestern gegessen. Kannst du niemanden gestern vergleichen. Eigentlich, wenn man direkt nacheinander was isst, man hat keinen Bock mehr darauf. Ja, weißt du eigentlich, das hat Minusgut gemacht. Boah, Alter. Mmh. Warten, boah, oder die warten? Die Konsistenz des Fleisches. Mhm. Ja. Willst du das Fleisch auch nochmal so probieren? Nee, ich hab das gehabt, kann das gehabt. Ich weiß nicht, was sie mir hier draufgelegt haben, das ist einfach Brot. Das sieht aus wie so ein riesen Nacho-Chip, Bro. So ein bisschen, Bruder, diese. Weißt du? Ich sag ehrlich, meinst du den Döner, den er hat? Der sieht aus, als hätte der ein bisschen zu viel Salat drauf. Ja, also rein vom Aussehen weg. Ist ein bisschen zu viel Salat, oder, Bruder? Ehrlich. Grasplantage. Okay, ja, ich weiß jetzt trotzdem rein, aber ich beiß diese Ecke ab, wo ein weniger Salat ist. Ja. Das Brot sieht saftig aus.
Boah, ich habe ja ein bisschen scharfe Soße genommen. Die merkt man auf jeden Fall, die Schärfe. Warte mal, das Fleisch noch. Boah, das Fleisch ist so gut, ne? Ja? Ja, Mann. An meine russischen Brüder, wie so Schaschlik-Fleisch. Also irgendwie so ein bisschen. Ne? Boah, da 1 zu 1. Warum skippe ich nicht mehr den Nachhol? Bismillah. Ja, du weißt nicht so viel, Bruder. Hey, Digga, übertreib nicht. Nein, hey, geh mal wieder. Ahmed, nimm ein bisschen. Oder Bruder, du hast doch gar nicht probiert, Bruder. Hey, komm mal kurz. Ey, halbe Döner weg, Real Talk. Ahmed, hast du mal probiert? Ey. Ich muss sagen, sehr top. Aber ich frage mich, wieso ein Döner wohl von der rechten Seite schmeckt. Wir sind niemals erfahren, ja? Soll ich einmal probieren? Komm, Michael. Ein bisschen, Bruder. Sind wir Brüder oder sind wir Brüder? Ja. Ein bisschen. Mein halber Döner ist weg, Bro. Gönnst du ein bisschen, ja oder nein? Aber einen kleinen? Ja. Einen kleinen? Ja, versprochen. Er hat das wirklich gesagt, ne? Einen kleinen, Bruder. So ein kleiner. Boah, Hamets Ehrenmann, ja. Aber was, Bruder, wie schmeckt von Mitte, Bruder, ja? Mm. Ey, jetzt über. Ich sag jetzt nicht, du willst auch noch probieren, Umut. Nein, Bruder, ich will nicht. Aber wenn Hamed sagt, darf ich, Bruder? Ein Nein. Nicht, Bruder. Aber warte, bist du so respektlos wie er und isst mir ganz dünner auf? Nein, ein kleines Biss, Bruder. Bruder, du musst jetzt diese Fleischscheiben noch ein bisschen abbeißen. Was denn? Oh, Februar. Ist okay. Ist okay, Bruder? Okay, Bruder. Bruder, du hast aber jetzt eigentlich nicht vernünftig probiert, sag dir ehrlich. Ich weiß nicht, wie Mitte schmeckt. Ja. Mitte ist noch nicht probiert, Bruder. Ja, ich sag dir ehrlich. Du weißt auch nicht, Bruder. Ich weiß auch nicht. Du hast mit abgebissen. Natürlich ist es auch nicht Mitte. Du warst nicht Mitte. Nein, ich hab nicht gesehen. Nein, Jungs, echt, ehrlich nicht mehr. Ey, jetzt hört mal auf, ich esse. Bruder, was ist das denn mit meinem Döner mehr, Digga? Wie macht Kamera weg, Digga? Ich muss sagen, der Teller mit dem Fleisch und den Soßen dazu. So muss ein Döner-Teller sein. Man nimmt sich ein bisschen Pommes, zack. Für Dönerladen ist okay. Ja. Zusammen mit Fleisch, bisschen Salat, zack. Ein bisschen zu viel. Und dann noch eine Soße mit reindippen. Lass mal probieren. Boah, scheiße, oder? Hä? Warum ist so viel, Bruder? Jens? Warum ist das so fett, Bruder? Ich will ja nur probieren. Ja, lass mich mal probieren. Ich probier doch nur. Na, sag dir doch mal was. Was soll er mir denn sagen? Essen geht auf seinen Nacken heute. Ja. Nein, was soll er mir sagen? Essen geht auf deinen Nacken. Essen geht auf deinen Nacken. Michael hat es so sehr geschmeckt, er wollte unbedingt noch ein Essen. Sättig. Sei ehrlich, 1 bis 10 der Döner. Ehrliche Meinung. Ich habe gerade schon gesagt, ich finde sogar vom Salat her und so, okay, nice, aber so halt so ein bisschen, ne? Aber Fleisch ist so herausragend gut. Boah, ehrlich, also die Leute, die mal in Köln vorbeikommen, auf jeden Fall abchecken. 8,5. Ja? Ja. Umut, was sagst du? Insgesamt der Laden? Oh, Kelleck, Bruder. 8. 8? Ja, das ist sehr gut, Bruder. Also, nicht viel zu bemängeln, muss ich sagen. Super. Ich sag bei mir persönlich 7,5, weil ich bin der Experte hier von uns. Bei mir muss es immer am schlechtesten schmecken, damit man das Gefühl hat, dass ich der King bin. So. Ernste Bewertung? 7,0. Nein. Komplett ehrliche Bewertung, der Laden, auch mit den Preisen und alles und hier das Ambiente, ich gebe dem Laden auch eine 8. Was für Döner ist da, Paderborn? Star-Döner? Star-Döner. 9.
Preise, Bruder. Bester Döner, bis er nicht gegessen hat. Was gibst du Star-Döner? Oh nein. Star-Döner, die Nummer 1 in Paderborn. Wir sind jetzt auf dem Weg, nochmal bei Eli seinem Turnier abchecken. Kurz Präsenz zeigen. Ihr wisst, El Presidente und Umut Abi. Ich bin nicht El Presidente? Nein, Bruder, ich bin El Presidente. Das kannst du einen. Was war ich nochmal, Bruder? Auch so ein kleiner Präsident. Ah, du warst, warte, du hast auch einen Namen. Du bist Patron. El Patron von Hamburg, Bruder. Genau. Was bin ich, was bin ich? Bruder, du bist El Prinzessa. Digga. Man, ja, mit euch zu chillen, Bock gar nicht, weil er ernst nicht, Digga. Gemacht, ich schwöre, Digga, mit euch Bock 0,9. Bruder, man sieht direkt, nur Streamer sind hier, Bruder. Film mal die Autos. Ja. Bruder, ja. Bruder, GLS, das ist, glaube ich, ist es von Rort, ne? Oder? Kann sein. Das ist hier eine, das ist von Rort oder Abu oder Ding. Das ist von Rort seiner, glaube ich. Ja, ja, Bruder, man merkt, dass sie nur Streamer sind. Ja, Bruder, das ist kein Streamer, oder? Irgendein Engländer, ich küsse dein Herz. Litauen. Ah, Bruder, ich kenne den Streamer. Ja, aber hat er jetzt. Doch, ernsthaft jetzt. Ja, das war da. Ah, da kommt es, Bruder. Ja, das Scheiße, das war das Essen. Wir gehen aber nicht normal. Wir gehen in einem freshen Anzug und deswegen gibt es kurz einen Outfit-Change. Mal hier, wesh. Das ziehe ich an auf jeden Fall. Hose. El Patron. Wesh. Oh, Parteien. Jetzt noch der Zipper. Zip? Wow. Der. Jetzt noch der Pullover. Boah, der riecht auch gut, ja? Ich glaube, der kommt direkt so. Ein guter Geruch. Jetzt die Schuhe wieder anziehen. Ey, wow. Digga, auf die Schuhe so draufstecken. Was sagst du, Bro? Oh. Was sagst du? Ich schwöre, behindert fresh. Bruder, ich stelle jetzt allen deren Show, Bruder, die vor Ort sind, ja. Das ist ein bisschen eib. Und jetzt habe ich noch ein Outfit für dich. Nein. Bereit? Ich bin immer bereit, Bruder. Das Watto-Trikot. Ich darf das tragen, Bruder. Nein, für mich, Bruder. Sag mal kurz, was an dem Watto-Trikot besonders ist. Bruder, zu jeder Bestellung von dem Tracky. Und der anderen Farbe, die rauskommt. Die stimmt, andere Farbe, wird noch nicht geleakt. Ersten 50 kriegen das Trikot umsonst und haben etwas noch? Jede fünfte Bestellung. Yes, oder jede deswegen, fünfte. Wir gehen nicht arm, also wir verdienen nicht so viel mit dem Job, aber wir dachten uns, zu Black Friday machen wir so ein geiles Angebot, ja, wo ganz viele was Cooles bekommen. Und das hier ist zum Beispiel eine Sache davon. Aber auf jeden Fall, Nike X Watto Trikots am 24.11. im Shop, kostenlos die ersten 50 und jede fünfte Bestellung. Ja, nur wenn man ein Tracky bestellt, Bruder, kriegt man auch ein Trikot, Bruder. Ja, nicht jeder. Nein, nicht jeder, aber Bruder, ich sag, die nur Hose kaufen, haben gar keine Chance auf ein Trikot, würde ich sagen. Boah, Digga, was eine Brustbehaarung, Digga. Heftig. Ich wusste gar nicht, dass man Brustbehaarung bei FIFA spielen bekommt. Kannst du den? Geiler Witz, Bro. Geiler Witz. Boah, das klingt so. Ja, Bruder, zieh Jacke jetzt an, Bruder, bitte, ja. Bitte, hör auf, Bruder. Er macht auch Lightskins. Das sind diese türkischen Lightskins, Bro. Er kann nicht mal mehr Jacke nochmal anziehen. Ja. Mit S ausstrecken. Junge. Sehr gut, Umut. Genau so laufen wir jetzt an. Genau so laufen wir jetzt an. Formation! 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 Das Ding ist, wir kennen zwar fast alle Streamer, aber ich weiß nicht mal, wem dieses Auto hier gehört aus Dortmund. Maserati, weißt du? Nee, Maserati weiß ich auch nicht. Aber Maserati ja. Ach so, nee, das ist nur die Säule. Ich dachte schon, wäre Unfall. Heftiges Auto auf jeden Fall, der SL 63 AMG. Bruder, ich wusste nur, weil das da dran stand. Kennst du mich so, als hätte ich mich auskennen. Bruder, guck mal, diese S-Klasse, Bruder. Ach, das gehört auch einem, ich glaube, Breitenberg. Bruder, jedes Auto gehört Breitenberg. Nein, Bruder, kenn das. Nein, das davor war Abu. Das ist Breitenberg. Ich glaube, ich muss auch in King Kings rein, Bruder. Dann vielleicht fahre ich auch so einen Wagen, Bruder. Ja. Krass. Du hast mir eine Kette gekauft. Meine Sugar-Kette. Weißt du, was ich dir gegeben habe bei Talentshow? Hast du mir die wiedergegeben? Alles ab, Lüge, du. Ich bin ein armer Mann, warum ziehst du mich ab? Ich habe kein Geld auf Konto. Das war. Umut, Digga. Umut meinte, ich doch, soll die Kette. So, Bruder, sag, du das war Umut. Oder Umut war nicht mehr da. Aber er meinte, ich soll die abziehen. Ich bin gegeben, Bruder. Ich brauche Kette, Bruder. Die Kette war nochmal. Ich kann mal behalten, ich bekomme eh neue. Boah. Also nicht, arme Mann. Salam. Muss ja nachholen. Ja. 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 Ja.
Generell einwenden, Vorteil. Ja, jetzt hier gerade einwenden. So. Warte, ich mal, ich höre euch. Ich muss kurz realisieren, was dieses welches Turnier das ist. Sehr stark aber. Ja. Und 14. Was, Digga? Wer ist Erster? Standard. Wie lange wird der noch gezockt? 100. Und dann morgen. Was machst du hier? Ich musste eh hier wegen Bundesliga. Wie Bundesliga? Leipzig. Ich musste hier hin. Ah, ja. Was ist da bei dir? Dein Arsch, was macht Kasimir hier, mein Bruder? Achso, welche 200 Euro? Die du dir ausgegeben hast. Und was? Für die Pizza. Weißt du, welche 200 Euro? Nee. Hä? Ja, so, er weiß das nicht. Ja, siehst du? Für dein Event. Ja, er war nicht dabei. 200 Euro. Wo sind die? Ich bin hier. Wo ist mein Geld? 200 Euro, ne? Ja. Ja, gib ich morgen. Ich bin morgen nicht da. Ja, okay, genau. Bruder, ich hab mein Portemonnaie verloren. Aber morgen hättest du dein Portemonnaie. Ja. Ja, okay, logisch. Ich kenne ja keine Kette. Wie geht's? Bruder, du bist richtig raus, ne? Du bist komplett weg. Nee, Schuhe. Boah, ich kenne die nicht. Schuhe ist gut. Das muss an denen liegen. Das muss an denen liegen. Das ist gut. Du Hund, hä? Das fällt niemand auf, hä? Oh! Was machst du denn hier, Mann? Walla, ich frag mich schon, warum du überhaupt nicht hier bist. Bruder, ich musste was für Leipzig machen. Echt? Ja, ja. Ah, schade, sonst wärst du dabei. Ja. Boah, Bruder, Alter, ich hab mich voll vermisst, ne? Und? Leute, was? Hamid ist hier einfach. Was geht, Bruder? Ach so, er hat sich auch von Twitter groß. Ne? Ja, du warst schon mal bei mir. Ja, so. Mir ist nochmal aufgefallen, dass du mich wieder. Bist du mit Porsche hier? Nein. Was? Er ist gefahren, Bruder. Er geiert. Hey, also, soll ich mal was scrollen? Alter, ich hab 1,8 schon. Wie 1,8? 1.800 Euro habe ich schon in der Tasche. Du hast schon 1.800? Ja, ja. Hm? Was hast du denn gemacht? Man, es gibt eine Special-Runde, wo du direkt bei epische 1.500 hast. Hast du epische geholt ein? Nee. Ja, zwei epische. Warum, Bruder? Welche Blumen bist du denn? Wir sind knapp Top 10 aber. Als ob? Naja. Wir haben zwei epische. Einmal Special-Runde. Wo ist denn die Tabelle? Gab's gerade. Das Ding ist, diese Runde, wo du 1.500 Euro gewinnst, zählt nicht zu den Punkten. Deshalb sind wir nur Top 10, sonst wären wir auf jeden Fall Erster. Ich bin für dich heute. Ja, Bruder, für wen sonst? Wallah, ich weiß. Ja, ist doch so. Wallah, ich so muss auch sein. Fener auf die 1. Ja. Genau, Fenerbahce Champignon. Ich sag, Rohat, Hamid ist so ein Ehrenmann, wie oft er diese Fener-Trikot anzieht. Wallah, ich schwör's. Bruder, das ist geil aber auch. Jedes Mal, wenn ich das sehe, du machst mich so glücklich, Digga. Ja, Bruder, er ist extra zu mir gekommen, nur um mir das zu schenken. Krass, ich, also, ich bin extra ins Stadion gegangen, um mir das zu kaufen, mit deinem Namen drucken lassen, alles, Digga. Was redest du? Ja, klar. Hast du das im Stadion gemacht? Na klar, Digga. Was denkst du? Online. So was geht nicht, Bruder. Kannst du nur im Stadion. Boah, Bruder. Was redest du? Was ist jetzt, Bruder? Jetzt hat das noch mehr Wert, ne? Ja. Wann kommt von dir wieder ein Lied? Ja, so. Bruder, ich bin voll der Profi geworden. Was für Lied? Das ist Bruder, ich jetzt vergessen, was taugt. Ich verdiene unser Geld. Denkst du, ich spiele das zum Spaß? Ich verdiene mein Geld damit, Bruder. Ja. Sorry, wer mich killt, der nimmt mein Brot. So ist das, Digga. Weißt du, was ich meine? Wie geht's? Alles klar? Ja, hier? Ja, was? Beide Leute, die Kinder. Steh mal auf, wir sehen, wie du bist. So klein. Wie ist so gut? Ich bin in der ersten Runde nicht mal reingekommen. Welcher Platz bist du? 25. Aber ich bin für dich raus. Ja, ich bin für dich ernsthaft? Nein, ohne Spaß. Ich meine ernst. Okay, warum? Underdog. Underdog? Ja. Ich bin jetzt die ganze Zeit bei euch. Komm, du machst das. Du machst das. Oh mein Gott, der ist nicht da. Licht nicht dahin. Das sind alle abgefuckt. Jetzt, wenn du auf die filmst, sind die alle abgefuckt. Jetzt machen wir mit Licht aus. Ja, nochmal. Ey, Capitano, wie geht's? Loco. Wie geht's dir?
Ich hab schon gesagt die ganze Zeit, ich bin für dich heute. Was? Ich bin für dich heute. Was? Ich bin für dich. Yes. Du weißt. Viel Arbeit danach. Oder wie konzentriert er ist. Was down ist, wo der Spieler. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ich spiel morgen früh. Nicht so eine Scheiße. Bullshit. Ich bin top mein Bruder. Wer war das? Sehr schön. Denkt an die Pilze. Ich weiß es nicht. Hast du einen Tee getrunken? Hamel? Ja. Okay, Jungs, lass pushen. Er ist der Einzige, der mich aufs genommen hat. Ich schwöre. Er ist der Einzige, der mich aufs genommen hat. Oh mein Gott! Ja. Bei ihm traue ich mich sogar so ein bisschen zu nerven. Das war Badial? Das war Badial, oder? Hey, wie geht's, mein Lieber? Servus! Wie geht's? Guck mal, wie wenig er das ernst nimmt. Er macht kurz Pause und so. Was denn? Wie geht's dir noch? Endlich mal hin! Was denn? Hier ist entspannt, ich lud mich ein bisschen voll. Oh, und du so? Ja, Bruder, seitdem ich dich gesehen habe, geht's dir besser. Ich hab schon die ganze Zeit in die Cam gesagt, ich bin für dich heute. Hey, ich wär auch für dich. Underdog, ja. Ich wär auch für dich gekommen. Und? Welcher Platz? Achter. Ah ja, stimmt, wir haben vorher noch gesehen, als wir den Stream im Auto geguckt haben. Es ist unlooted. Guck mal, sie hat schiefe Tastatur, Bro. Wie diese Pros, ne? Ich höre dich. Was gibt's? Fim, ich bin für dich heute. Echt? Ja. Dann bin ich scheiße. Welcher Platz? 20. Ja, deswegen habe ich gesagt, für Underdog bin ich. Oder guck mal, und das ist der Endbegriff von einer Schlange. Wir sind heute am Herumschlängern. Gibt's wegen Schlange? Ich habe nicht gecheckt. Was herumschlängern, du? Schlange. Aber was schlängern wir herum? Ja, wegen Schlange. Herumschlängern. Oh, Emmy, da ist dir. Hier ist dir. Wir haben gesehen. Ja, ne? Long nichts mehr gesehen. Ich glaube, er weiß gar nicht, was ich hier denke. Ey, voll die geile Tastatur, Bruder. Haben die deren eigenen Tastaturen mitgenommen? Safe, oder? Ja, ich glaube schon. Das sind auch deren eigenen Stream-Sachen. Guck mal bitte ihn an, Bruder. Hey, er ist gerade Cam. Er ist Top 4. Wir müssen leise sein. Wir müssen leise sein. Korrekt, Bruder. Ich sag dir, das hast du doch drüben. Ich sag dir, er ist eh nur wegen einer Mission hier, Digga. Was denn? Ja, was wohl? Ich hab gar keine Mission, Bruder. Ich will einfach nur meine Freunde supporten, Bruder. Ich hoffe alles, du willst hier nichts machen. Nein. Aber Ding, ich bin für Musti heute. Ich bin für Musti heute, ernsthaft. Ja, jetzt, weil der Vierte ist, ne? Nein. Ich meinte, guck, Kamera, ich sag in Kamera auch noch, Musti heute, ich bin für ihn. Underdog, Bruder. Letzte Runde. Ja. Wenn du willst, wir gehen jetzt Parkplatz, ich fick einen. Was für einen? Ich fick einen. Bruder, lass einfach irgendjemanden schlagen, Bruder. Bruder, nimm mir einen Streamer, Bruder. Nimm jetzt einen Streamer. Sag mir wen. Nimm Noah Z, Bruder. Was soll ich machen? Ah, der zockt gerade, Bruder. Soll ich dein T-Shirt ausziehen? Ernsthaft jetzt? Ja, ja. Ja, mach. Soll ich? Aber der zockt gerade, Bruder. Wenn dann danach. Sein T-Shirt ausziehen? Kommt von ihm sogar. Das habe ich noch nie gehört. Das war sein erster Vorschlag. Kennst du das nicht? Nein. Weißt du, von was das kommt? Wir haben damals, also ich und mein Cousin, Grüße gehen raus an Siddhar. Wir haben damals immer gesagt, Bruder, wenn so Security oder sowas, die hatten immer so Security-T-Shirts, weißt? Ja. Und dann haben wir immer gesagt, so Bruder, schau mal, wie der tut. Komm, wir ziehen jetzt sein T-Shirt aus und Feierabend. So sein Security-T-Shirt ausziehen und sagen so, Hade, komm, verpiss dich. So war das. Und so ist es, hat sich dann weiterentwickelt. Jetzt sagen wir halt zu allem, was... Sollen wir sein T-Shirt aus? Genau, so, komm, lass, zieh mal sein T-Shirt aus. Das ist nur ein Witz, du machst das nicht wirklich. Wir machen es schon, wenn es drauf ankommt. Hey! Was geht? Alles klar? Auch, ja. Was machst du denn hier, Alter? Ich war wegen VWL hier. Ach so, hast du kommentiert? Ja, auch. Zugeguckt und so, oder was? Ja, Leipzig, ne? Lief. Gut. Umut und Sam gewonnen, ja. Alles. Ja. Hey, hast du nicht heute gespielt? Ich hab Turnier? Ja doch. Ich war die ganze Zeit für dich, Bruder. Ich habe während VWL den Stream noch offen gehabt. Von ja? Dir, ja. Scheiße, Digga. Ich man lief nicht so gut. 23. Ich hab Durst, Mann. Aber das Ding ist, er hat halt wirklich Durst, weil es ist alles Wasser.
Er hat wirklich sehr viel Durst einfach gehabt. Oder was machst du da? Neues Hintergrundbild? Oder Liebe für alle. Das ist die Message. Wessen PC ist das? Nee, ist. Sydney's Bag. Sydney's Tasche. Ey, du mach das scheiß Licht aus. Leute, Sydney's Tasche ist da. Mal gucken, ob er merkt. Sieht geil aus. Ja, findest du ja, echt? Ja. Strick ist doch gut. Das ist nicht diese, du wäschst das zweimal und danach ist es vorbei. Das ist gut, ich finde es falsch. Und? Wie fühlt sich da an? War gut. Ja? Wirklich? Krass. Die Tasche ist fatal. Fatal? Ja. Die Tasche muss öfter gut. Bruder, die hat einen Kilometerstand von, weiß nicht, wie deinem Auto, nachdem du Öl hattest. Wir fahren mit ihm in meinem Auto, der Bruder war auch dabei, ne? Wir fahren mit ihm in meinem Auto, ich sehe die ganze Zeit, der skippt weg, dass er Öl nachfüllen muss. Es gibt. Ich sag zu ihm, Bruder, füll nochmal Öl nach, was ist denn los? Er sagt so, Digga, das ist nichts. Ich bin auf dem Weg nach Leipzig hin und zurück, auf dem Hinweg hin, hat doch schon angezeigt, dass ich Öl nachfüllen soll, nach 10 Kilometern. Und ich hab die ganze Zeit geskippt. Er füllt einfach sein Öl nicht nach. Ja, Bruder, aber ich hab das 3 Tage danach gemacht. Ja, jetzt fährst du Porsche, ne? Ja. Low-key verändert. Was? Was? Bruder, die reden dir nach, Bruder. Es sagen jetzt schon Leute, ich hätte mich verändert. Es sind so TikTok-Edits mit Hamed damals und dann dieses Zeichen. Einfach nur dieses größere Zeichen. Macht gar keinen Sinn. Ja, ich sag euch eine Sache. Seid froh, dass ihr... Das ist voll das geile Feeling, dass ihr einen Streamer miterlebt habt, der danach richtig gewachsen ist und sich danach so Sachen leisten konnte durch euch, wie ein Porsche. Weil das ist... Für mich, ich habe zum Beispiel auch so, wenn ich so kleine Streamer sehe und ich sehe, wie die wachsen, und ich habe früher schon gesehen, dass es voll das Geld für mich, weil ich weiß, okay, es hat sich ausgezahlt. Der Ball immer am Ball. Leute, danke schön. Danke für den Support. Aber Sydney, deine Tasche findest du kacke, oder? Ja, Sydney ist verfahren. Sydney, deine Tasche? Die Tasche ist verdammt. Ja. Meinst du, fällt auch nicht bald? Ja, aber kannst du nicht machen. Ne? Kannst du nicht machen. Ey, Sydney hat deine Tasche! Oh, ja. Hat deine Tasche geklaut! Er meinte, ich soll einmal anziehen. Nein. Und er meinte, er will gucken, ob mir da steht. Gehen wir Horror-Dings für so ein Trap-House. Ein verlassenes Trap-House. Ja, genau. Ernsthaft jetzt? Ja. Nein. Du hast keine Ahnung, was du sagst. Doch, Trap-House. Kennst du gar nicht. Doch, Bruder, ich hab 2 Monate in einem Weg gelebt, wie ein Cracky. Wo willst du hin? Trap-House. Was ist Trap-House? Ein Trap-House. Kommst du mit? Ich weiß nicht, was du meinst. Was meinst du? Bruder, einfach ein Haus voller Drogen. Jeder konsumiert Drogen. Nein! Ja. Nein! Ohne Sinn. Geil. Er sagt Trap-House, Bruder. Aber das Ding ist, Rohat, ich sag auf Ernst, er war bestimmt schon mal in einem Trap-House. Ich sage, von allen Leuten, die ich kenne, Rohat und mein großer Bruder waren in einem Trap-House. Leute, geht nicht in ein Trap-House. Das ist nicht kein guter Ort für Leute. Ich meinte, geht nicht in ein Trap-House. Das ist kein guter Ort. Ja, natürlich nicht, Digga. Es war nur Spaß. Ja. So, das war's mit dem Vlog. Mut bestellt jetzt noch was zu essen, Digga. Wir sind so fett. Essen Hunger, jetzt noch. Digga, wir essen jetzt. Wir warten jetzt noch eine Stunde auf Essen. Essen dann was. Und dann gehen wir pennen wie Dickmanns. Und dann morgen geht's weiter. Morgen Fotoshooting. Und morgen machen Umut und ich eine Challenge gegeneinander. Bam, 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 bam. Lass einen Daumen nach oben da. Lass einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben da. Und 24.11. Black Friday, Vato, Shop. Geht drauf. Klick drauf.